So, meine Lieben, das ist Ulm im Schneesturm. Silly ist in Ulm angekommen. Es schneit. Alter Vater. Guckt euch das an. Mein Fenster in meinem Hotel kann man nur ankippen. Selbstmörderschutz. Naja. Das da hinten ist übrigens das Ulmer Münster, das berühmte. Welches? Das große? Das ist das ganz große da. Die zwei Türme? Ja. Kann man im Schnee gar nicht so richtig erkennen. Ritchie gibt mir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt jedenfalls. Ritchie und ich, ihr könnt das glaube ich nicht so gut sehen, weil es ist schon ziemlich dunkel draußen. Wir gehen jetzt was essen. Yeah. Und dann gehen wir in die Plattenküche. Und ich glaube, da kochen wir auch nochmal, aber weil wir nicht wissen, wie gut das da gelungen ist, gehen wir schon mal prophylaktischen Salat essen. Und das ist das Maritim Hotel. Da ist Ritchie. Wir gehen jetzt gleich ins Restaurant was essen. Hier ist Andrea am Rauchen. Und ich bestimmt gleich am Telefonieren. Nichtraucherzimmer. Nichtraucherzimmer. Und da steht unser Nighty mit Anhänger im Schneesturm. Guckt euch das an. Ulm weiß. Yeah. Und ich gehe jetzt ganz schnell wieder rein. Weil hier draußen ist es nämlich ganz schön kalt. Und da ist er, der Weihnachtsbaum. Ja, Leute, bald ist es soweit. Holt eure Kalender raus. Jetzt wird Schokolade gegessen und Glühwein getrunken. Jetzt wieder rein zu Ritch. Und wir werden jetzt ganz gepflegt einen schönen Salat essen gehen. Na, Ritchie, wir gehen jetzt einen Salat essen. Wir freuen uns schon drauf. Vielleicht essen wir auch eine Suppe. Ich bin ausgeschlafen von gestern. Ich bin wie ein Stein ins Bett gefallen und habe es gar nicht gemerkt, wie ich eingeschlafen bin. Mir ist die Fernbedienung aus der Hand gefallen. Ja, herrlich. Ich muss euch mal hier die Impression zeigen. Man kann sich hier auch Schmuck kaufen. Das werden wir aber nicht tun. Wir müssen ins Restaurant hier hoch. Wir haben herrlich geschlafen im Nightliner. Wir sind nämlich erst heute Mittag hier angekommen. Und dann haben wir hier unser Zimmer bezogen. In diesem doch sehr großen, ein wenig auf alt getrimmten Hotel. Ist aber, glaube ich, gar nicht so alt. Tun nur so. Okay, Leute. Tschüss, macht's gut. Jetzt sind wir im Speisesaal des Hauses angekommen. Sieht ein bisschen aus wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Im Winter. Und guckt euch mal diese verrückten Kanuten an. Im Winter auf der Donau. Ja, ich sag ja immer, jeder muss selber wissen, was sein persönliches Glück ist. Also ich fühle mich hier drin gerade wohler als da draußen. Weil da draußen ist echt kalt, Leute. Richtig schöne Schnupfenzeit. Ne? Ja, finde ich auch gut schick. Ja, sehr romantisch. Ja. Wir hätten jetzt jedenfalls gerne unsere Kinder hier. Und dann würden wir mit denen schwimmen gehen. Yeah. Aber Schwimmbad ist hier, ne? Ja, man kann nicht alles haben. So, meine Lieben. Und jetzt sind wir kurz vor der Abfahrt. Gut, ne? Da ist Ina. Holt uns ab. Jackie. Andrea natürlich auch. Alle da. Alle dabei. Helm kommt auch mit. Anna. Gitarre. Bass. Und nicht zu vergessen, das Glockenspiel. So, Leute, wir sind hier angekommen in dem Restaurant. Ja. Wo wir hier gleich bekocht werden. Hier ist das berühmte Ulmer Münster. Und hier ist das berühmte Ulmer Münster. Sieht man nicht so gut, aber was man sieht ist, hier ist Weihnachtsmarkt. Der erste Advent ist noch nicht dran gekommen und wir haben schon den Weihnachtsmarkt. Guckt euch das an, wie die Leute sich tummeln. Yeah. So, Leute, jetzt sind wir hier angekommen bei Matzes Plattenküche. Und das Ganze findet statt, da unten, da sitzen wir gleich. Noch sind wir in Vorbereitung. Vorband. Da sitzen überall dann Leute an den Tischen. Und die müssen alle das essen, was wir uns ausgesucht haben, nämlich Coq au Vin. Und jetzt zeige ich euch mal, wer bereits schon isst. Da sind sie. Die Helden der Arbeit. Und Mats ist auch da. Hallo. Na, schmeckt's, Jungs? Ja. Ja. Lecker. Lecker. Guckt euch mal diese weißen Teller an. Ah, noch kein Esslokal. Auf jeden Fall ein bisschen so ein Weihnachtsessen. Und ich sage tschüss. So, meine Lieben. Anderthalb Stunden Mats' Plattenküche sind jetzt vorbei. Es war sehr, sehr nett.
Es war sehr kurzweilig. Matze war cool wie immer und wir haben live performt. War gut. Da sind sie, die Helden der Arbeit. Rapunzel ist auch da. Nee, hey, ist ja Mr. Facebook jetzt, wo ich das Gesicht sehe. Hier, guck mal, haben wir Geschenk gekriegt. Haben wir Geschenk gekriegt. Danke, Sebastian. Danke. Danke, Sebastian. Wir werden uns das sofort anhören. Wir werden das in die Hotelbar. Die geile Ankündigung, das war super geil. Also fand ich. Sebastian, es war nicht alles schlecht. Wie man Sebastian, an uns ja sieht. Wir werden gleich in die Maritimbar gehen und die zwingen, diese Scheibe aufzulegen. Und dann werden wir uns die gleich anhören und uns dazu ein Getränk reinpfeifen. Danke. Wir waren nämlich heute hier. Matze. Jetzt sieht er aber viel besser aus, wie ich finde. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, und jetzt machen wir noch ein kleines Interview mit der jungen Garde. Und das sind? Hi, ich bin der Schmitti. Der Schmitti und? Kurt, weiß ich. Kurt. Schmitti und Kurt interviewen jetzt die Sillies. Hier kommt Kurt. Radio 7. Young Generation. Yeah, hier kommt Kurt. Oh, aha. Wir sind hier heute in Ulm zur Charity Night von Radio 7 und jetzt gleich Soundcheck. Wir sind die Tische schon reich gedeckt mit Gläsern ohne Ende, die wir mal gehabt gefüllt und ausgekommen. Und wir machen Musik dazu. Wie früher. Da ist die Bühne. Ritchie, Ronny, Jackie, Helm, alle da. Schauen wir mal, wie das klingt. Haben wir dein Monitoring, wie ihr seht. Radio 7 Charity Night. Wir haben den roten Teppich gemacht. Jetzt sind alle zurückgekrochen auf ihre Hotelzimmer. Und ich werde jetzt mal die Jungs suchen und mal gucken, was die so machen. Ich überrasche die jetzt mal. Die Jungs wissen natürlich noch nicht, dass ich komme. Ich bin jetzt im Fahrstuhl hier, Ali Wader, und habe mir eine Zimmerkarte für die 8. Etage besorgt. Die wohnen nämlich woanders. Und habe mir natürlich auch die Zimmernummer besorgt und werde jetzt mal gucken, was die so treiben. Ich suche jetzt mal nach Nummer 1, das ist nämlich Hasi. Mal gucken, was Hasi so macht. Okay. Hallo. Guck mal, das ist Hasi. Na, Uwe, was machst du? Was, ärgern? Ja, das kannst du voll vergessen, ja? Uwes Lieblingsbeschäftigung, ärgern. Oh, Uwe hat Gepäckchaos. Ja, einfach so. Guck mal hier. Uwe mit seinem besten Freund, dem Computer. Ich habe das nochmal, wollte es nochmal neu hochladen. Vor 10 Minuten habe ich das angefangen und es bleibt bei 0%. Anna, das bedeutet, es könnte sein in 2 Stunden, dass da bei 50% ist oder so. Ist doch egal, dann sind wir mit unserem Auftritt fertig. Passt doch gut. Naja, bloß Ritchie will skypen, denkt er. Skypen? Natürlich nicht mehr. Ich habe sein Mifi, mein Datenvolumen ist. Ich kann ihm mein Mifi bringen. Ich habe die Lösung. Ich bringe Ritchie einfach mein Mifi. Wir haben ja jetzt alle Bifi. Hasi ist ja unser Beauftragter. Ist eigentlich unser. Ich vermute mal, sein Datenvolumen ist auch schon überschritten. Das geht nämlich nur bis 5 GB und dann ist Schluss. Achso, soll ich mal meins holen? Vorher muss ich aber noch Jackie und Ritchie besuchen. Ich hole gleich mal meins. Och, guck mal. Hasi ist ganz deprimiert. Ja, das nervt einfach. Scheiß das Computer. Ich hol mal meins. Hier ist 0%. Hier steht's. Das könnt ihr nicht sehen. Doch. Das kriegst du kaum schon. 0%. 0%. Mhm. Also tote Hose bei YouTube. Kann aber auch sein, dass die um die Zeit so frequentiert sind, dass da sowieso nichts geht. Wir gucken jetzt mal, was der Herr Barton dazu sagt. Der wohnt nämlich im Zimmer 807. Wo auch immer das ist. Dort. Tschüss! 807. Hier geht man ja diesen wunderschönen Gang entlang mit diesem Wahnsinnsteppich, der mich total anmacht. Überlege ich, ob ich den für zu Hause bestelle. Da sind wir schon. Zimmer Service! Zimmerservice! Ja. Fällt er voll rein. Da ist der Ritchie! Bist du ja immer noch angezogen?
Ja, da glaubt sich ziemlich aus. Wir haben gleich einen Auftritt. Ich habe geschlummelt. Ach ja, dann sag mal, ich bin da nicht 2 Stunden in der Garderobe. Was hast du gemacht, Richie? Geschlummelt. Geschlummelt. Geschlummelt heißt so viel wie, Richie hat sich erstmal die Glotze angemacht. Guckt natürlich. Oh, Richie guckt SWR. Eigentlich guckt Richie ja immer Dreisat oder Arte oder NTV. Wenn ich eingeschlafen wäre, nicht eingeschlafen wäre, hätte ich das bestimmt auch. Aber ihr dürft gerne mal mein Bett gucken, so habe ich ja gelegen. Ohne. Und isst eine Mandarine. In seinem Skeletti-Anzug. In seinem Skeletto. Mit Tränensatz, du hast dich wieder voll umgezogen. Ja, das ist doch viel besser eigentlich. Alter, wenn ich da so sitze, dann hätte ich ja gleich in der Garderobe bleiben können drüben. Wenn ich so bleibe, wie ich daher auf die Bühne gehe. So. Richie hat auch ein besonders schönes Bild in seinem Zimmer hängen. Oh, das ist richtig schön. Richtig schön. Und Richie, willst du irgendwas sagen? Freust du dich schon auf unseren Auftritt gleich? Ich freue mich ganz doll. Aber du hast ja auch die Tische gesehen, wird richtig spannend, ja, ne? Ja, wird spannend heute. Aber wenn du das nächste Mal kommst, dann musst du mir vorher Bescheid sagen. Dann ziehe ich mich nicht um. Ich kann doch hier nicht den Leuten. Das Einzige ist vielleicht der Skeletto-Anzug, der noch ein bisschen hip ist. Aber die Trainingshose ist natürlich ein bisschen scheiße. Eigentlich. Trainingshose ist voll geil. Ja? Eigentlich fehlt noch so ein Loch im Strumpf. Hast du leider nicht. Nee, ich bin halt nicht so ordentlich dafür. Früher hatte ich sowas, als ich noch keine Frau hatte und keine 2 Kinder. Da hatte ich sowas. Richie hat ja jetzt 2 Kinder. Habt ihr ja vorhin erfahren? Ach nee, habt ihr ja noch nicht erfahren. Wisst ihr ja gar nicht. Rausschneiden. Hier wird nichts geschnitten. So, und jetzt gucken wir mal, was der Jackie macht. Der ist gleich bestimmt richtig sauer, dass ich ihn wecke. Weil so wie ich Jackie kenne, entweder er schläft. Mal gucken, ob der sich umgezogen hat. Nee, Jackie hat sich nicht umgezogen. Okay. Oder Jackie könnte natürlich auch trinken. Ah, gucken wir mal. Schauen wir mal, welche Zimmernummer hat denn Jackie? Jackie hat die Zimmernummer 809. Das ist ja ein Nachbar von Richie. Viel Spaß. Tschüss, tschüss, Richie. Tschüss, bis nachher. Und jetzt hier die 809. Das gleiche neben. 809, Jackie. Zimmerservice. Ich bin hier gerade privat. Ja, ich möchte mal ganz kurz Besuch machen. Hallo Jackie. Ich habe mein Zimmer gar nicht aufgeräumt. Das macht nichts. Und jetzt ist hier das Silly Tourfernsehen da. Das Tourfernsehen ist da. Und alles wird live nach Berlin übertragen per Telefon. Mit wem telefonierst du? Mit deiner holden Maid? Na klar. Das wird nicht verraten. Habe ich gerade die Anweisung gekriegt. Es wird nicht verraten. Jackie führt ein geheimes Telefonat. Genau. Sieht dabei aber sehr glücklich aus. Deshalb habe ich eine gute Idee, mit wem er gerade telefonieren könnte. Und Jackie hat sich natürlich im Gegensatz zu Richie nicht umgezogen. Wieso denn das? Weil wir wahren Rocker ziehen uns doch keine Tonhose an, nur weil wir mal eine Stunde frei haben. Und hier ist auch schön aufgeregt. Bin ich auch. Ich bin auch sehr aufgeregt. Gucken wir mal, wie Jackie... Aufgeräumt. Oh, hier, der Koffer. Eigentlich fast super aufgeräumt. Oh komm, das ist picobello hier. Soll ich euch mal was sagen, was auf meiner Etage macht Lubega gerade eine Party? Das ist die Saugraus, das ist so laut, dass kein Mensch sich konzentrieren kann. Oh, und Jackie hat auch einen schönen Ausblick. Ja, ich habe einen Ausblick aufs Münster. Habe ich heute schon fotografiert. Und ach, dass sie den sich jetzt blendet. Das ist ein Mist. Mhm. Der Schnee ist schon ein bisschen weggetaut. Mhm. Unten steht unser Nightliner übrigens. Da unten seht ihr den mit den tollen Lichtern. Ja. Und das sind heute übrigens 2 Typen rumgeschlichen. Unser schöner Neidi. Können ja nichts klauen, wir haben alles rausgeholt. Ja. Die können jetzt sich einen Red Bull aus der Bar nehmen. Mhm. Und da haben wir genug. Davon, ne? So seht ihr, jetzt hat der Jackie endlich mal seine Frau angerufen und jetzt komme ich gerade und störe. Das ist geheim. Oh scheiße, das ist ja geheim. Mann, ey. Aber wir können ihr berichten, das Bett richtig ordentlich. Genau. Alles. Mein Nacht-T-Shirt liegt hier bereit schon für die Nacht, kann man sehen. Darin schläft Jackie von M-Town. Ja, M-Town. M-Town Shirt. M-Town ist da drauf. Und auch Jackie hat seinen Computer mit. Ich habe meinen Computer mit. Jackie. Leider geht mein Stick nicht, dass ich ins Internet komme. Irgendwie funktioniert er nicht mehr. Das ist blöd. Hasi habe ich gerade besucht, der ist total verzweifelt, weil Richies Mifi auch nicht funktioniert. Ich muss jetzt mal meine Mifi holen. Also Leute, ich glaube, wir haben Jackie jetzt genug gestört. Nein. Wir verabschieden uns jetzt mal. Leute, für euch immer gerne. Und gehen jetzt mal meinen Mifi holen, damit Hasi auch wieder glücklich sein kann. Bis gleich. Tschüss, Jackie. Tschüss.